So beginnt der Markus von Fan for Van meistens seine Sendungen. Herzlich willkommen zum nächsten Teil auf dem Caravansalon. Dieses Fahrzeug zeige ich euch jetzt ein bisschen näher als Teaser. Und ich kann das aber nicht so gut wie Markus, also führe ich wieder meinen Job aus. Der ist wie gewohnt hinter der Kamera. Ich nehme das Ding und schaue mir das Ding an. Also wir sehen uns in 3 Sekunden nicht mehr. Und jetzt nehme ich euch mit. Ja, Iveco, ich habe es gerade vorhin gedacht, es gibt den Fiat, fast 70% Marktanteil. Ich möchte nicht lügen, vielleicht über 70%. Es gibt Ford, es gibt den Sprinter, heute schon 2 abgefilmt, Sendungen vorher beobachten. Und es gibt den Iveco, es gibt den Crafter, es gibt den MAN TGE, baugleich mit dem Crafter. Und von der Zuverlässigkeit und von allem, was man so hört, würden auch viele den Iveco nehmen, aber der ist meistens unter den Liner-Chassis oder unter den größeren Fahrzeugen. Und jetzt gibt es den in der Form und das für 60.000 Euro. Und ihr seht schon, optional sogar als 4x4. Das ist jetzt nicht alles. Jetzt sagt man hier 40.000, klar, kriege ich doch einen Campingwagen. Aber der kostet 60. Den gibt es auch nur so in weiß. Kleine Änderungen erfolgen noch, habe ich gerade erfahren, aber nur am Mobiliar. Und das kann man alles nur realisieren. Darum ist er auch weiß, weil er von dem Produzenten der Krankenwagen Hospitality Chassis produziert wird. Deswegen gibt es den so. Und das ist interessant, das ist eher pragmatisch gestaltet, aber mit einer unglaublich großen Ausstattung. Ich habe mir den Spicker schon mal zurechtgelegt, weil sonst kann ich überhaupt nicht alles erwähnen in den paar Minuten. Aber der hat zum Beispiel auch volle Stehhöhe. Also für mich super praktisch. Es ist ein Campervan auf 3,5 Tonnen. Solange man ihn nicht mit Allrad hat, das ist klar, dann muss man auf 4 Tonnen werkseitig gehen. Und jetzt guckt mal, was der alles drin hat. Hier seht ihr nur einen kleinen Auszug. Ich bleibe auch extra länger drauf, weil einige Zuschauer gesagt haben, Tobi, nicht immer so schnell bei den Auszeichnungen, da haben wir keine Zeit mitzulesen. Und deswegen bleibe ich mal drauf. Das Außendesign wird sich auch noch ändern. Das ist die First Edition Adventure. Also bis zur Auslieferung, und hier ist einiges möglich. Hier geht es im Herbst bereits los mit den ersten Fahrzeugen, die verkauft sind. Den kriegt man deswegen, weil er aus der Krankenhausabteilung kommt von Iveco, relativ zügig. Und wie gesagt, also bei dem Preis, auch Finish, das ist der Prototyp. Ja, hier auf der Messe stehen viele Vorserien und Prototypen, aber es ist pragmatisch, es ist sehr stabil, das muss ich wirklich mal sagen. Wenn ich jetzt allein hier das Elektrofach aufmache, da meldet sich der Wechselrichter schon mit 1500 Watt. Das ist alles Serie, was ihr seht. Also ich habe einen super Zugang hier direkt in die Versorgung. Und jetzt hört man kaum mehr, es ist gut unten belüftet. Ja, es ist überall hier Platz für die Kochgasflasche. Und ich gehe jetzt mal rein. Ich habe natürlich bloß wieder eine Hand frei. Aber bevor ich das mache, filme ich mit euch kurz hier drüber. Nur auszugsweise. Das ist die Ausstattung für knapp 60 plus ein bisschen was. Dann haben wir die 156 PS 8-Gang Automatik, Radio DAB, Freisprechanlage, Sitzplätze 4O Serie, genau. Stockbetten hinten zeige ich euch noch mit der 30 x 98, 90 Liter Frisch- und Abwassertank, Tedford, Toilette, Dusche, Außendusche dazu, Trittstufe, Hecktüren, 12 Volt Kompressorkühlschrank mit 75 Liter, Solaranlage 150 Watt dabei. AGM-Aufbaubatterie dabei, Ladebooster mit 40 Amperestunden dabei. Und das Fahrzeug hat eben auch 6 Meter, deswegen mit der Gewichtsklasse noch vereinbar. Sie hat dann ca. 300 Kilo Zuladung bei der fahrbereiten Masse. Ich werde ein bisschen schneller machen, weil viele schon wieder rein wollen. Aber ihr könnt in Ruhe fertig lesen und ich schlängel mich jetzt mal durch. Dazu gibt es jetzt diese beiden Verschlüsse. Ich setze euch kurz ab, ihr dürft dabei blaues Licht angucken. Damit ich reinkomme, mache ich mir das Beistelltischchen kurz runter und jetzt schwuppdiwupp geht es weiter, die Roomtour. Schon sind wir drin. Tada. Stehhöhe exakt 1,98. Ich sag's euch, ich versuche aufrecht zu stehen. Neben mir steht ein Herr, den ich nicht filme. Der kann bestätigen, dass ich mit meinen 2 Meter fast ganz reinpasse. Fast. Fast. Ich habe es gerade gesagt, möchte nicht lügen, aber ich sag mal 1,96 Minimum. Da haben wir eine schöne Küche. Da haben wir den Kühlschrank, auch in einer Höhe, wo man gut rankommt. Und das Interessante ist, der hat auch eine Exit-Gruppe. Die Kistenklappen hat mir hier der Hersteller gesagt, gehen dann in der Serie bis runter. Die sind ein bisschen kurz, die Kante muss nicht so hoch sein. Also die ausgelieferten Fahrzeuge haben dann die Klappe bis daher, also so eine größere Klappe wie ich auch. Das zieht sich dann durchs Auto bei den Oberschrankklappen. Hinten kommen auch statt der Board, sage ich jetzt mal dazu, der Regale, auch noch fertige Oberschränke rein als Stauraum. Das ist der Hammer.
Also 60.000 Euro in der Ausstattung, das ist eine Kampfansage, da werden einige ganz schön schlucken. Und das ist halt echt ein Iveco drunter. Die Tür darf auch beim Prototypen noch quietschen. Ja? Die quietscht auch noch nach 2 Jahren im Nissan und Bischof oder im Hümer und im Detlefs oder wo auch immer. Weil ich muss da immer was tun. Die Fahrzeuge sind einfach wirklich kurz vorher fertig geworden. Es ist eine Nasszelle, eine komplette, mit der kleinen Dachluke reicht das zum Lüften. Wöfgliko kann man sich bei dem Preis des Fahrzeugs mit Sicherheit noch die eine oder andere Pulle leisten. Wir haben hinten richtig gut konturierte Sitze. Das macht Spaß, wirklich, ganz ehrlich, muss ich sagen, weil ich immer den Preis im Kopf habe. Rückfahrkamera dabei mit Nacht-LED oder so. Oder und so, wie Happy Camping sagt. Happy Camping, schönen Gruß an Stefan und Meli. Gestern haben wir einen netten Abend zusammen gehabt draußen am P1. Besucht uns dort auch abends. Kommen ganz viele vorbei, die uns eben ein bisschen kennen und mal anstoßen oder ein Bierchen trinken. Vielen Dank an die Herrschaften, die gewartet haben. Dankeschön. Und wir schauen nochmal hinten rein zum Heck. Der ist schon heiß umschwärmt, der Wagen. Hecksitzgruppe. Wo habe ich das? In einem 6 Meter Iveco. Klar, kann man vielleicht mit Sicherheit noch ein Fensterchen seitlich reinmachen. Denke ich mir mal. Und hier das Bett, das ziehe ich aus. Ja? Erst das Bett ausziehen, dann sich selber ausziehen, dann reinlegen. Das ist in der Regel genau der Weg. Das ist gerade Frau Meißner im Hintergrund. Schon ein schönes Video gemacht. Wir werden das demnächst ausstrahlen mit ihrem Göttergarten. Und du bist ja auch noch hier. Und wir werden uns auch noch im Video sehen. Demnächst auf diesem Kanal. Schöne Grüße von reisemobilemeißner.de, die auch dieses Fahrzeug mitverkaufen werden. Also könnt auch dort anklopfen und bei Meißner. Oder ich denke, ich bin richtig, wenn ich den Zuschauern jetzt schon sage, den kann man auch bei euch bestellen. Siehst du, nichts falsch gemacht. Perfekt. Also, ihr klappt aus, ihr könnt zu viert drin pennen und das auf wirklich guten Platz. Es ist pragmatisch, absolut. Aber schon ein Brüller. Hier mit der Schottwand nochmal, kannst du Zwischenladen rausnehmen. Aber ist super stabil, dem Tisch. Mir gefällt das gut. Also ich glaube, in knapp 8 Minuten ein Iveco für 60.000 Euro, das kann man lassen. Also wie gesagt, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben ein Iveco. Wir haben einen pragmatisch guten und sehr stabil wirkenden Ausbau. Jetzt komme ich fast in Stottern. Ich muss wieder mal was trinken, muss wieder mal absetzen. Das Außendesign ändert sich noch ein bisschen zur Serie. Ihn wird es nur in Weiß geben, die Adventure Edition. Aber was willst du mehr? Ihr könnt ja mit Folierungen so viel machen. Ihr könnt ihn individualisieren. Hier steht es First Edition Adventure bei La Marca Mobility. Aus Landsberg, aber auch in Düsseldorf vertreten derzeit. Und von dem her sehen wir uns bald wieder. Jetzt 2 schöne Sendungen hier, finde ich. Sehenswerte Produkte. Und ich sage Tschüss aus der Halle 11 und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr hierher kommt. Meldet euch. Bis bald. Ciao, der Camper Tobi. Und was gibt's zum Schluss? Ach, eine schöne Hallendecke hat man schon lange nicht mehr. Ciao, ciao.